WH Self Invest. Ja, schönen guten Tag zusammen zum heutigen Webinar. Vielen Dank, dass Sie sich so zahlreich Zeit dazu genommen haben. Mein Name ist Roland Jegen und ich freue mich, Sie im Namen von WH Self Invest zu unserem heutigen Webinar in Kooperation mit Godmode Trader willkommen zu heißen. Und da freuen wir uns heute ganz besonders, Harald Weigand begrüßen zu dürfen, seines Zeichens Head of Trading bei Guidance und Godmode Trader, der uns heute valide Charttechniksignale als Basis für das erfolgreiche aktive Trading präsentieren wird. Zunächst der obligatorische Risikohinweis, für den ich Ihnen einmal ganz kurz Zeit gebe, diesen aufmerksam zu lesen, und dann dachten wir gleich auch schon, blenden wir den einmal ganz kurz ein, genau. Ja, weshalb ist charttechnische Analyse so wichtig für das aktive Trading? Wie erkenne ich charttechnische Signale? Welche Signale sind besonders valide? Darauf werden wir jetzt gleich eingehen und damit gebe ich auch schon ab an Harald Weigand, der uns nun einige dieser Charttechnik-Signale präsentieren wird. Hallo Harry. Ja, hallo Roland, grüß dich. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, hier zu sein. Ein Webinar, das gesponsert wird durch WH Self-Invest. Das ist ein CFD- und Forex-Broker, einer der bekannten großen, den man sich gerne mal anschauen kann, weil der wirklich stabil läuft, verlässlich ist und eben die Möglichkeiten des CFD- und Forex-Handels in allen Facetten bietet. Thema des einstündigen Webinars jetzt wird sein, dass ich auf Chartsignale eingehe. Chartsignale, valide aus meiner Sicht, die ich persönlich eigentlich tagtäglich handle, mit denen ich tagtäglich zu tun habe. Das sind klassische Patterns, das sind klassische Formationen. Und da ist es wichtig, die erkennen zu können. Da ist es wichtig, die verschiedenen Varianten auch mit der Zeit zu rezipieren und erkennen zu können. Und da ist es wichtig, die verschiedenen Auflösungsmechanismen, ja, wie sich eine solche Formation, wie sich ein solches Pattern, wie sich ein solches Signal, wie sich das entladen kann, wie sich das auflösen kann. Ja. Und da gehen wir nämlich jetzt gleich einfach mal direkt in den Markt rein und schauen uns die aktuelle Situation der Indizes an, weil genau das sieht man dort, eben klassische, und der Markt ändert sich da nicht. Also wenn man sich den Dow Jones anschaut, seit den 1970er Jahren, wenn man sich den und auch noch weit nach hinten in die Historie 1929, auch ein S&P und ein Nasdaq, dann sieht man, dass diese Formationen immer wieder entstehen. Daran hat sich nichts geändert. Das war schon immer so. Und wie gesagt, wichtig ist, solche Formationen richtig einschätzen zu können. Einfach, dass man sie auch erkennt. Und wichtig ist, dass man die verschiedenen Möglichkeiten, wie sich das auflösen kann, dass man die ebenfalls richtig einordnen kann. Und ich schnappe mir hier jetzt einfach mal den europäischen Leitindex, Eurostoxx 50, der meines Erachtens auch in der Zukunft eine immer größere Rolle spielen wird. Also das sind nochmal drei ganz große Wirtschaftsräume mittlerweile. Dass der europäische, der US-Raum und jetzt seit geraumer Zeit immer stärker auch die Chinesen. Auch da gibt es übrigens Indizes, Tesla und China, die man handeln kann und die mit Sicherheit in den nächsten Jahren eine wichtigere Rolle spielen werden auch. Aber der europäische Leitindex, das ist der europäische Leitindex, den möchte ich jetzt meine vergrößerte Darstellung hier so präsentieren.
Und was ich hier an Chart-Signal zeigen will, an Formation, das ist das steigende Dreieck, das sich hier ziemlich lang auch hinzieht, zeitlich sehr ausgedehnt, ein steigendes Dreieck. Wie erkenne ich das? Ein steigendes Dreieck ist gekennzeichnet durch in dem Kursgeschehen, das hier betrachtet wird, das hier bewertet wird, in dem Kursgeschehen ansteigende zyklische Tiefpunkte. Ja? Also hier ging es mal runter, das sieht jeder. Da muss man auch nicht irgendwie, das ist auch nicht subjektiv in diesem Falle noch, sondern das ist wirklich eine klare Regel, die man hier eben beobachtet. Entstehende zyklische Tiefpunkte sind hier sukzessive angestiegen. Ich kann das auch mal ein bisschen markieren in den Fallen, Pfeilchen. Und so. So, und dann gibt es natürlich so ganz kleine Minor Lows, die hier auch noch angestiegen sind, in noch feineren Zeitebenen, wo es dann auch nochmal zu einem Abverkauf kam, weil das hätte man ja auch schon als steigendes Dreieck hier werten können. Also da gilt es eben auch darum, jetzt haben wir es aber wirklich gleich. Ich trinke mal was. Das gibt es ja wohl nicht. Ja, jetzt ist es geschehen, jetzt hört man mich gut. Also sukzessive ansteigende zyklische Tiefpunkte, da muss man auch ein Gespür für entwickeln, dass eben in ganz kleinen Ebenen durchaus auch zu Ausreißern nach unten kommen kann. Und aber was hier doch sehr schön, deswegen finde ich, ist das Beispiel so schön, hier zu sehen ist, es ist eine Seitwärtsbewegung und eine nicht wirklich eine typische Seitwärtsrange, weil eben die untere Begrenzungslinie, wenn man die hier einzieht, steigend ist. Ziehe ich das mal ein. Also hier hätte man schon so ein steigendes Element markieren können. Und hier haben wir jetzt die zweite ziemlich flache. Das ist auch etwas, was ich mag. Also das ist schon so eine Besonderheit bei diesem Dreieck. Das ist eine flache, aufsteigende, untere Begrenzungslinie des Dreiecks. Aber Sie merken, wenn ich hier von einem steigenden Dreieck spreche, so nennt man diese Formation, diese steigende Dreieck ist gekennzeichnet durch eine waagrechte Oberkante. Also das ist ein Preisniveau, gegen das das Kursgeschehen immer wieder anläuft. Aber hier ist ein Geber im Markt, der in dem Bereich bei 3.395 Punkten in etwa, in dem Bereich ja auf der Geberseite ist, also verkauft und dazu Verkaufsdruck führt. Und da prallen dann die Notierungen immer wieder nach unten ab. Und auf der anderen Seite sukzessive ansteigende Tiefs bedeuten, dass der Markt in dem beobachteten Zeitfenster seit Juni, ja, da ist Kaufdruck da, da ist Kaufinteresse da, weil zurücklaufende Korrekturen werden auf einen immer höheren Preisniveau im Vergleich zu dem davor gehenden gekauft. Also man ist bereit, höhere Preisniveaus zu kaufen. Ein zyklisches Tief bedeutet immer auch, dass hier in den Abverkauf Käufe reingekommen sind, die stärker waren als die Verkaufsbewegung und Verkaufsaktivität. Und darum geht es uns aktive Anleger, uns charttechnisch ausgerichteten Anlegern geht es darum einzuschätzen, sind die Bären die Verkäufer stärker oder sind die Bullen die Käufer stärker? Ja? Und uns ist das eigentlich fast egal, könnte man, also das kann man durchaus so sagen. Wir versuchen uns dann der stärkeren Marktteilnehmerfraktion anzuschließen. So. Und heute hatten wir einen ganz wichtigen Termin, EZB-Leittermin, eine Leitzinsentscheid. Und die lockere Geldpolitik der EZB wird da beibehalten. Also da gab es, das ist ein quasi ein Non-Event gewesen, aber auch eine Bestätigung, dass alle Instrumente, so Christine Lagarde, eingesetzt werden, um eben das Inflationsziel zu erreichen, um in diese Richtung zu kommen. Und dass man, solange Corona hier
eben Schaden anrichtet wirtschaftlich etc., dass man hier dagegen halten wird. Ja. Und dass die im Grunde genommen die Geldpolitik über einen längeren Zeitraum so locker bleiben dürfte. Gelobt wurden auch die fiskalischen Anreize, die Konjunkturprogramme, die in der Eurozone durch die verschiedenen Regierungen bekannt gegeben wurden. Also ganz wichtiger Termin, Leitzinstermin nächste Woche. Heute, das war die EZB, nächste Woche kommt die US-Notenbank mit dem Leitzinstermin. Der ist auch enorm wichtig. Und darüber hinaus nächsten Freitag der große Verfall. Der ist enorm wichtig. Und da ist es oft so, dass eben Großteilnehmer, die im Derivatebereich aktiv sind, versuchen, bestimmte Preisniveaus bis dahin zu halten, zu verteidigen oder eben auch zu deckeln. Und das kann kurzfristig dann zu starken Bewegungen führen. So, was jetzt für mich wichtig ist, wir hatten hier jetzt auch mal einen Fehlausbruch nach oben. Ja, da ist habe ich mit so einer Ellipse gekennzeichnet. Da ist der Eurostoxx an einem Tag auch mit einem leichten Gap über diese Hürde, ja, diese Hürde, die obere Dreiecksoberkante bei 3.395 Punkten angestiegen. Wenn man sich aber, und da kommen wir zu einer weiteren Komponente, die es wichtig ist, Komponente Teilgebiet der technischen Analyse zu beherrschen, nämlich Kerzencharts, Candlesticks, ja, und da sieht man hier, das ist ein Shooting Star, ein Gravestone Doji, und diese Tageskerze an sich hat eine negative Wirkung. Diese Tageskerze, dieses bärische Tagesreversal hat dafür gesprochen, dass dieser Anstieg, der Ausbruch über diese Hürde bei 3.395 nicht funktionieren würde, dass da nochmal zu einem Rückfall kommt. Ein Rückfall, wenn ich ein steigendes Dreieck habe, wenn ich eine Range habe, also ein Rectangle, eine Seitwärtsrange, und da kommt es so ein Ausbruch nach oben, oder wenn ich einen bullischen Keil habe, ja, und da kommt es so ein Ausbruch nach oben, da muss man Folgendes wissen, da kann es durchaus zu ersten Fehlausbrüchen kommen nach oben, aber das bedeutet nicht automatisch, dass in dieser Rückfall anschließend, bedeutet nicht automatisch, dass hier jetzt eine große Trendwende zustande kommen muss. Also das darf nicht gleichermaßen, wie soll ich sagen, das darf nicht gleichgesetzt werden. Deshalb vom Trading, vom aktiven Trading her, mal angenommen, also für mich ist es als aktiver Händler, der jetzt nicht viel Intraday macht, sondern der den Fokus hat auf Zeitebenen, auf sich, ja, Tage, Wochen, ist natürlich der Tagesschlusskurs immer sehr wichtig. Ja, also Intraday sah es hier am 21. Juli sehr schön aus, aber das Tageshoch konnte nicht gehalten werden. Ja, und am Ende eines Tages wissen wir einfach, welche Teilnehmerfraktion gewonnen hat. Ja, ob es die Bullen oder die Bären waren. Und hier haben die Bären gewonnen. Das wussten wir dann Tagesschlusskurs eben um 17.30 Uhr, 17.45 Uhr. Und die Amerikaner kommen ja auch noch hinzu, da kann man ja auch noch abwarten bis 22 Uhr dann, wenn die am späten Abend dann noch sehr stark tendieren, dann bedeutet das, dass auch hier der Eurostoxx in Folge europäisch nachbörslich auch fester notieren dürfte. Das ist jetzt so eine Nuance. Also es kommt auf Tagesschlusskursbasis an bei mir, wenn es um mögliche Ausbruchsszenarien geht, und wichtig, ein Fehlausbruch nach oben ist nicht gleichbedeutend mit einer großen Trendwende. Also sehr oft ist es so, dass sie dann sich stabilisieren und erneut Anlauf nehmen. Und das ist genau jetzt der Fall hier im August. Sie nehmen erneut Anlauf, sie laufen wieder gegen den Widerstand an und bearbeiten den. Und muss man jetzt im Blick haben. Als aktive Anleger sind wir wie Greifvögel. Wir ziehen ganz oben im Himmel unsere Runden und schauen runter auf die Wiese, wo die Beute lang ruppelt oder wie auch immer. Und wichtig ist dann wirklich das Signal abzuwarten. Und das Signal ist in diesem Falle für mich der Anstieg über diese Hürde, über die Oberkante des Dreiecks bei 3.395 Punkten. Das schaue ich mir dann ganz genau an, so wie hier auch. Wie wird dieser Anstieg vollzogen?
Da spielt für mich nicht nur das Volumen eine Rolle, das ist eher untergeordnet sogar bei mir, bei Indizes, weil man hat nicht selten eine Situation, dass das Volumen jetzt sogar eher unterdurchschnittlich ist während des Ausbruchs und dass es dann plötzlich anspringt. Und das zeigt dann eben auf, dass viele draufschauen und zunächst nicht prozyklisch reingehen, noch abwarten und dann aber, wenn sich das Kursgeschehen darüber stabilisiert und unter zeitlichen Gesichtspunkten hier Signifikanz dann entsteht, dadurch, dass ein, zwei Tage sich das Kursgeschehen über dem Widerstand halten kann, dass sie dann, dass dann Aktivität reinkommt und dass sie dann reingehen. Und ja, also 3.395, ganz aktuelle Situation, nachdem sich hier über jetzt einen mittelfristigen Zeitraum das Kursgeschehen in einem steigenden Dreieck hier entwickelt hat. Der Punkt ist der, im Moment ist es ein steigendes Dreieck. Was hieraus noch werden kann, ist durchaus auch ein, dass Sie hier die Unterkante korrigieren, ja, und dass Sie hier diese Seitwärtskorrektur in dem steigenden Dreieck, dass Sie die in das A, das ein steigendes Dreieck bleibt, ja, also wenn Sie hier jetzt das nächste Zwischentief hinbauen würden, ja, wenn Sie das jetzt machen würden, da gibt es jetzt viele Nuancen, viele Varianten, also bei dem letzten hier hervorstechenden Zyklus ein Tief. Und also was auch möglich ist, wovon ich aber jetzt nicht ausgehe, weil ich ja viele Setups jetzt bei Einzelaktien auch im Blick habe und noch andere Faktoren. Sie könnten letztendlich auch eine ganz große Range auch noch draus machen. Das wäre dann, ja, das wäre dann schon ein fieseres Szenario, ja, dass man noch länger warten muss. Das ist nicht ausgeschlossen. Also eine solche Formation kann morphen. Die kann sich, wie ein Schmetterling, kann die sich weiterentwickeln in andere Stadien, in andere Formationen. Und aber dabei bleibt es. Bis jetzt baut sich hier Druck auf, dadurch, dass eben ein Widerstand immer wieder bearbeitet wird und attackiert wird. Auch eine Regel bei so steigenden Dreiecken, je schneller, je häufiger, ja, je häufiger in einem kleinen Zeitfenster dieser Widerstand attackiert wird, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass dann der Anstieg dann auch kommt. Also wenn Sie jetzt anfangen, in der nächsten Zeit relativ schnell wieder gegen diese 3.395 anzulaufen, das heißt automatisch, dass da mehr Druck im Kessel ist und dass hier ein Ausbruch nach oben vorbereitet wird. Wir haben es hier mit einer mittelfristigen Formation zu tun. Seit Juni. Juni, Juli, August. Jetzt sind wir Anfang September. Und der Ausbruch aus einer mittelfristigen Formation führt in der Regel auch zu einer Trendbewegung in der Zeitdimension des entstandenen Korrekturgeschehens. Das heißt, es ist dann zu erwarten, bei einem prozyklischen Ausbruch eben über die 3.395 auf Tagesschlusskursbasis, möglichst überzeugend, dynamisch, es ist zu erwarten, dass hier der Eurostock sich dann im mittelfristigen Zeitfenster nach oben bewegen dürfte. Im mittelfristigen Zeitfenster. Also auf Sicht von Wochen und Monaten. Und ich verwende und auch bei uns hier auf Guidance ProMax, das ist der Pre-Content-Bereich, da führe ich zwei Echtgelddepots, die auch super laufen, wo aktiv gehandelt wird, Echtgeld, Real Money. Und wir nutzen solche charttechnischen Bewertungen als Vorlage für unser Trading. Ja? Also ab dem Zeitpunkt, wo es hier drüber geht, werden wir versuchen, in Dips und ja in alle möglichen Signale, die hier dann entstehen, uns long zu positionieren. Wir werden nicht gegen diese Ausbruchbewegung handeln. Wir werden versuchen, diese Ausbruchbewegung in die Richtung zu handeln, nach oben. So, das ist eine gute Vorlage. Und was man noch wissen muss bei dieser Formation, beim steigenden Dreieck hier im Eurostox, ganz aktuell, wie komme ich jetzt zu einer Projektion nach oben? Ich kann hier nämlich in der Tat nicht nur sagen, von der Statistik, von der Wahrscheinlichkeit her, dass ein erfolgreicher Ausbruch, ein signifikanter Ausbruch in der Regel in diesem Falle mittelfristig verlaufen dürfte,
Ich kann hier auch Projektionen vornehmen. Da gibt es verschiedene. Und die ganz klassische ist jene, dass man die Höhe des Seitwärtskorrekturgeschehens, in diesem Falle des steigenden Dreiecks, das ist dann die maximale Höhe hier, die diese Seitwärtskorrektur ausgebildet hat, dass man die ausmisst. Das kann man ja sogar am Bildschirm ganz einfach machen, sofern wir hier eine lineare Preisskalierung haben. Kann man sehr schön machen, wenn wir das ganz einfach ausmessen. Mit einem Lineal hier habe ich jetzt die Rechteckfunktion hier bei uns verwendet und das vom Ausbruchsniveau nach oben abträgt. Hier nach oben abträgt. Und so erhält man dann für den Ausbruch im mittelfristigen Zeitfenster die Zielprojektion. Ja, und die habe ich hier auch mit 3750. Das ist eine andere Zielprojektion, die ich da verwende, die für mich wichtiger ist. Aber 3750 bis 3770 Punkte, ja, das ist mittelfristig das Ziel. Ganz konkret, ganz klassisch. Und so habe ich jetzt erklärt, eine Signalkonstellation eben die des steigenden Dreiecks. Hier sieht man so einen sehr dynamischen Anstieg. Das war ist natürlich immer auch Nachrichten, also Fundamentaldaten oder Makrofaktoren wie eben Geldpolitik der Notenbank etc. Und die Charttechnik gehen ja Hand in Hand. Und das, was man im Chart sieht, kommt letztendlich auf Basis eben dieser Makrofaktoren, auf Basis der Fundamentaldaten zustande. Und natürlich noch ein ordentlicher Schuss Emotionen der Marktteilnehmer. Und hier ging es sehr dynamisch nach oben raus. Das ist auch so ein Hinweis jetzt hier, was das Zeitziel anbelangt. Deswegen mag ich die Ermittlung von Zeitzielen nicht so. Das kann manchmal relativ schnell erreicht werden, so ein Ziel nach oben. Und das kann manchmal ziemlich dauern. Und es kann manchmal auch sehr, also der Weg nach Rom im mittelfristigen Zeitfenster hier, also bis 3750 Punkte oder 3775, der kann dann sehr steinig auch mal verlaufen. Und das kann man im Vorfeld so noch nicht genau abschätzen. Das ist auch ein wichtiger Faktor, weshalb ich eben den Future, CFDs, direkt die Equities bevorzuge vor Derivaten jetzt, wo der Zeitfaktor eine wichtige Rolle spielt und wo man auch den Zeitfaktor richtig ja einschätzen können muss. Und ich meine, es ist schon schwierig genug, den Markt so einzuschätzen, auch mit diesen projizierten Zielen. Wenn man dann auch noch die richtige Zeit, ein Zeitziel da projizieren muss, das ist zu viel des Guten, meines Erachtens. Ja, mit diesem Anstieg, da achte ich natürlich auch auf solche Dinge wie hier. Kommen wir auch in den Bereich des Gap-Downs, dieses ganz nasty Gaps, also dieses wirklich sehr fiesen Gaps, das entstand mit dem Start des Corona Sell-Offs. Das war Ende Februar der Fall. Ja. Und dieses Gap, diesen Gap-Bereich, diesen kleinen kursfreien Bereich, den kann ich hier auch mal markieren. Zufälligerweise liegt das Projektionsziel aus diesem steigenden Dreieck im Bereich dieses Gaps. Solche Gaps haben, die eben auch so eine ganz prominent gelagert sind, die haben schon eine Anziehungskraft, hier eine wichtige Rolle. Das hier ist kein Common Gap, also kein gewöhnliches Gap, so in einer Range einfach mal so entstanden durch wenig Dynamik, sondern das ist durch sehr starke Dynamik hier entstanden. Und das leitete hier einen ganz schlagartigen Trendwechsel ein. Einen der statistisch heftigsten und schnellsten Abverkäufe am europäischen Aktienmarkt. Aber dieses Gap, das spielt für mich, das sind jetzt so Einzelinformationspuzzlesteinchen auch aus dem Bereich der technischen Analyse, die hier für mich eine Rolle spielen.
und die ich hier zusammentrage. Und natürlich muss das jetzt nicht wirklich ein 100% homogenes Bild geben, dass man nur positive Signale jetzt hier empfängt, sondern man muss auch ganz ehrlich immer auch die möglichen kritischen Punkte zusammentragen. Das war zuletzt in den USA für mich ein kritischer Punkt, eben auch das Sentiment, also dass das in einem Bereich der Privatanleger also völlig überhitzt ist und dass das wirklich ziemlich heiß gelaufen war. Da war Euphorie einfach zu sehen, eben auch bei diese Pre-Split-Rallies bei Tesla und bei Apple, die man da sehen konnte. Das war ganz großes Kino und die Stimmung war eben in dieser Anlegergruppe zu gut. Gab es auch Auswertungen, dass Derivate im Options-Bereich einfach exzesshafte Positionierungen, Extreme Readings erreicht wurden. Und das sind so Punkte, das ist eher kritisch. Ja? Das spricht eher dafür, dass der Markt auch mal korrigieren muss, dass er zurückkommen muss, was er ja auch gemacht hat. Wenn wir uns den Nasdaq anschauen, die Tech-Titel. So, also alles zusammentragen, Pro und Contra. Ich habe hier mehrheitlich Pro-Argumente. Wir surfen so ein bisschen natürlich auch auf dem, was die Notenbanken machen. Sie feuern hier wirklich aus allen Rohren. Das gilt für die Japaner genauso wie für die Schweizer Notenbank. Die beiden sind die einzigen Notenbanken, die ja auch Aktien kaufen dürfen und können. Also die Schweizer Notenbank, die kann wirklich Einzelaktien, die hat wirklich kauft einzelne Aktien und hat ein Portfolio aufgebaut, gerade auch so mit Facebook, Apple Aktien. Und die Japaner kaufen eben über die ETFs den Aktienmarkt hoch. Wir surfen natürlich auch hier auf der Welle der geldpolitisch sehr expansiven Aktionen, die da gefahren werden. Steigendes Dreieck, genau, sukzessive ansteigende zyklische Tiefs. In der Regel ein Preisniveau, das man sofort sieht, wenn man den Chart aufmacht. Ein Preisniveau, das immer wieder angelaufen wird und wo der Kurs immer wieder nach unten abprallt. Das ist ein steigendes Dreieck. So, sieht man auch, das ist ein Dreieck. Unterkante steigend, Oberkante parallel verlaufend. Und wir arbeiten hier prozyklisch, nicht gegen den Trend, sondern mit dem Trend, der hier seit Mitte März nach oben weist. Prozyklisch arbeiten wir hier ganz konkret mit einem Trigger leicht oberhalb von 3.395 Punkten. Und die Bedingung ist die, dass auf Tagesschlusskursbasis mit einer überzeugenden Tageskerze, also schön dynamisch, am besten Tagesschluss nahe des Tageshochs, dass da dann prozyklisch ein mittelfristiges Kaufsignal ausgebildet werden würde. Also wir wissen es nicht. Ja, es kann auch sein, dass jetzt davor irgendwas Schlimmes passiert und wir brechen voll nach unten aus. Deswegen warten wir. Wir warten und schlagen dann zu, wenn die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wirklich hier ganz konkret jetzt etwas passiert, diese Korrekturphase beendet ist und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass jetzt die Kurse nach oben ausbrechen, wieder ansteigen. So viel zum Eurostoxx 50, und den kann man ja mit Futures-Brokern, CFD-Brokern exzellent, sehr kostengünstig auch handeln. Also da spielt auch mal kurz eine Position auf und wieder zumachen, das spielt wirklich nicht keine Rolle. Und das ist mittlerweile sehr, sehr komfortabel auch für Privatanleger, die Indizes präzise zu handeln. So viel zum aktuelle Situation im Eurostoxx, Geduld haben und da dürfte in Kürze was passieren. Ich denke nicht auch jetzt, dass die Notenbank nächste Woche, die US-Notenbank, da irgendwie eine negative Überraschung loslässt, sondern man muss einfach nur auf die Arbeitsmarktdaten dort schauen. Die haben immer noch enorm hohe, Corona-bedingt enorm hohe Arbeitslosenzahlen und da werden die alles tun. Geldpolitisch, um da, dass es da zu einer Besserung dann wirtschaftlich kommen kann. Steigendes Dreieck. So, ich gucke gerade mal, hier gibt es nämlich auch Fragen. Oft. Mal gucken.
Die Länge der Kerze. Ende August soll ich eine Kerze interpretieren. Ende August soll ich machen. Da fragt jemand zu Kupfer. Saisonalität, ob die da eine Rolle spielt. Ja, genau, also Saisonalität, das ist auch so wieder so wie hier, dieses Gap. Das ist ein Teilaspekt. Und natürlich schaue ich mir die Saisonalitäten an, schaue mir auch so Statistiken an. Was ist, wenn der Amtsinhaber in den USA verliert? Was ist, wenn er gewinnt? Da gibt es ja Statistiken dazu. Und das ist oft, führt dann oft auch zu typischen saisonalen Verläufen in den Indizes in den USA. Und weil die Amerikaner über 50% der Weltaktienmarktkapitalisierung ausmachen. Und jetzt der DAX, also der deutsche Markt, nur 3 bis 4%. Einfach mal den Vergleich halt auch sehen. Die sind der ganz große Markt. Und logischerweise, nachvollziehbarerweise, gibt der ganz große Markt die Vorgaben und den Schrittgeber. Ja. Und deshalb schaue ich mir die Saisonalitäten insbesondere in den USA an. Und die Statistiken für die USA. Weil die Wellen, die da geschlagen werden, die kommen bei uns an. Habe ich also im Blick, aber meines Erachtens in diesem Jahr hebelt das, was die Notenbanken machen, also die Geldpolitik der Notenbanken etc., hebelt das alles aus. Also in diesem Jahr spielt gerade jetzt bei Aktien die Saisonalität für mich nicht so die große Rolle. Dann sollte ich Ende August mal auf die Kerzen schauen. Ende August. Ja, Ende August haben wir hier einfach nur ein rangiges Kursgeschehen. Zuletzt eine sehr hohe Vola. Da kann man sich die Volatilitätsindizes auch einstellen. VIX, VDAX, VXN. Da sieht man eben auch so einen kleinen Spike. Führt dazu, dass es dann zu sehr starken Schwankungen, das haben wir ja in den letzten Tagen auch miterleben dürfen, müssen. also einen Tag ging es deutlich hoch, einen Tag deutlich runter. An einem Tag sieht so aus, als würden sie dynamisch nach oben ausbrechen, am nächsten Tag dynamisch nach unten ausbrechen. Das ist typisch, wenn die Vola-Indizes so ansteigen. Und das mag ich zum Beispiel überhaupt nicht, wenn jetzt der VIX da sich immer weiter hochbewegt. Das zerstört nämlich Signale. Also es gibt Trader, die gerne bei High-Vola-Umfeld handeln, also bei sehr hochstehenden Volatilitätsindizes, und es gibt Trader, die ungern wenn eben solche Vola-Spikes zustande kommen, handeln. Und ich bin letzterer, also dass ich warte, bis das ein bisschen abklingt, das mag ich lieber. Ja, genau. Ja. Und zu diesem Fehlausbruch, das weiß ich jetzt nicht mehr, was da genau der Hintergrund war. Ob das auch mit einem ganz wichtigen Termin wie Verfallstermin oder mit keine Ahnung, irgendeinem FOMC-Meeting in den USA zusammenhing, das kann ich jetzt nicht sagen. Müsste ich nachschauen. Aber hier im August sind nicht irgendwelche auffälligen Tageskerzen zustande gekommen. Also das ist einfach ein rangiges Kursgeschehen hier. Es geht hin und her und mehr kann man dazu nicht sagen. Ja. Und mal angenommen jetzt, der Eurostox nimmt dieses Tief hier, dieses kleine zyklische Tief, diesen Auflagepunkt der flachen Aufwärtstrendlinie hier aus dem Markt. Man kann davon ausgehen, dass darunter von taktisch ausgerichteten Marktteilnehmern Stops im Markt liegen, dass die dann abgegriffen werden. Also das kann dann durchaus sowas hier bedeuten, also dass es dann schnell mal so einen kleinen Kursrutsch gibt. Und ja, das wird man dann genau beobachten müssen. Und wie gesagt, also ich gehe eher davon aus heutiger Sicht, bei dem, was ich, der ganzen Informationen, die da bei mir so einfließen, die ich bewerte, die ich rausfiltere, dass das dann zu einer Verschiebung kommen dürfte, eben dieser Range-Unterkante, der formationstechnischen Unterkante. Ja. So. Und auch wenn jetzt in 34 oder so Handelstagen, es ist nicht mehr lang hin, ein neuer US-Präsident gewählt werden würde, wenn das mal der Fall wäre, nur das Szenario jetzt,
Das würde übrigens nicht bedeuten, dass dann irgendwie die Märkte einbrechen, wie jetzt der Amtsinhaber jetzt droht. Also da gibt's, also es spricht sehr dafür, dass da zu keiner großen Änderung kommen dürfte. Ja. So. Ja, so viel zum Eurostox. Sehr schönes Bild, gefällt mir. Sieht man auch, wie lange man sich hier gedulden muss. Ja? Ich habe hier drin auch einiges im Eurostox gemacht und das ist eben, wo man sich sagen muss, fragen muss, muss man da was machen? Ja? Nee, nicht unbedingt, weil zeitgleich entstehen solche Formationen in ganz vielen anderen Basiswerten und zeitgleich brechen bei anderen Basiswerten gerade hier die Notierungen prozyklisch nach oben aus. Dann halte ich mich dort auf, ja, und nicht unnötigerweise verwundbar mit einem Positionstrade, also ein Trade, der auf Sicht von ein paar Tagen geht, in so einer Range einfach nur, ja. Da möchte ich möglichst nicht verwundbar mit einer Position im Markt stehen. Jawohl. So viel zum Eurostox. Aktuelles Beispiel. Und der Punkt ist ja der, dass man da auch Rückschlüsse ziehen kann jetzt auf andere europäische Indizes. Wenn ihr das hier kennt, dann könnt ihr euch ja denken, wie ich jetzt auch zum Beispiel den CAC 40, wie ich den sehe. Warum jetzt der CAC 40? Ja, den habe ich ehrlich gesagt auch nur deshalb im Blick, weil der mir auch wegen so einem Pattern, wegen so einem Kursmuster aufgefallen ist. Nur deshalb wähle ich den jetzt mal kurz hier an und zeige den hier. Also da ist es sehr auffällig, dass der eben seit Juni zeitgleich mit dem gezeigten steigenden Dreieck im Eurostox eben, dass der da auch seitwärts läuft. Und zwar hier haben wir als Deckel, als obere dynamische Widerstandslinie eben den gleitenden Durchschnitt hier, den EMA 200 vorliegen. Den EMA 200 und ja, ihr seht hier wunderbar, wie also die deckelnde Funktion dieses dynamischen Widerstands. Ich blende hier mal den Wert ein, 5055 Punkte. Und im Vergleich jetzt zum eben gezeigten Eurostoxx 50 seht ihr, dass hier, ich glaube, ich bin jetzt von Sie auf ihr gewechselt, weil ich das einfach gewohnt bin bei uns aus dem Trading-Chat. Wir duzen uns da Einfachheit der Einfachheit. Genau. Das soll aber nicht irgendwie Missachtung jetzt hier während des Vortragens bedeuten oder so. Ja, EMA 200 bei 5055, der liegt hier wie so ein Deckel drauf und man kann sich denken, was passiert, wenn der Index darüber ansteigen kann. Und wir sehen hier vor allen Dingen in den letzten Handelstagen immer wieder, immer ganz häufig, also ganz häufig eben diese Marke angelaufen. Damit steigt jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt in Kürze ist eben wirklich, ne, da ist wirklich Druck drauf, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die hier nach oben ausbrechen. Ja, das einfach mal so im Vergleich. Und das spielt natürlich auch eine Rolle. Ja, ich bin durchgegangen, habe mir angeschaut den IBEX 35, ich habe mir auch den FDSE, den MIP FDSE, also den italienischen angeschaut und so weiter. Das ist so ein technischer Bottom-up-Ansatz, also dass ich mir die verschiedenen Komponenten, die hier auch eine Rolle spielen, bei dem eigentlichen Basiswert, den ich im Blick habe, dass ich mir deren Technik anschaue und das dann auch zusammentrage und diese Signallage. Gut. Haben wir soweit das? Hier übrigens 4.339 Follower bei mir hier auf Guidance. Wer Lust hat, folgt mir gerne. Da wird getradet, was das Zeug hält. Genau. Das Kupfer lassen wir jetzt mal. Wir kommen jetzt zu einem anderen Basiswert, der sehr beliebt ist. Und zwar, muss ich das hier mal zumachen? Ah, du bist okay, sagt Dieter. Also ich darf duzen. Alles klar. Silber, ob ich Silber machen kann. Kann ich gerne machen. Wichtig ist valide Signallage, genau. Okay, machen wir Silber. Machen wir Silber. Heute positiv. Warum positiv? Wir haben gesehen, dass das Währungsverhältnis Euro gegenüber US-Dollar
steigt. Nach dem EZB-Leitzinsentscheid, also es bleibt lockere Geldpolitik und ja, man habe die Währungsentwicklung im Blick. Und, aber wenn wir ganz ehrlich sind, die Amerikaner, die US-Notenbank zieht ihr Ding durch, ja. Und solange die US-Notenbank so extrem locker und expansiv agiert, da kann die EZB machen, was sie will. Ja, also der Euro wird fester werden, der US-Dollar wird schwächer werden. Ja, daran kann man ja gar nichts ändern. Und das begünstigt natürlich, da sind wir auch, das ist natürlich ein Intermarket-Faktor auch, das begünstigt, Moment, ganz schnell. Das begünstigt natürlich gehen auf Tagesschart. Die Edelmetalle, die Rohstoffe, Intermarket-Analyse, da sind wir bei einem weiteren ganz wichtigen Feld für mich. Intermarket-Analyse, also dass ein Teil des Finanzmarkts einen anderen Teil korrelationstechnisch beeinflusst. Ja, also ein schwächerer US-Dollar bedeutet tendenziell ein stärkere Edelmetallpreise. Und wir hatten im mittelfristigen Zeitfenster teilweise auch deutlich stärkere Edelmetallpreise gesehen, obwohl der US-Dollar gestiegen ist. Das ist ein Zeichen dann für enorme technische Stärke der Edelmetalle. So, dann mache ich hier mal Formationstechnik, genau. Valide Signale, Formationstechnik. Was wir hier sehen, und ich habe eingangs darauf hingewiesen, wie wichtig es ist bei den Formationen, da sagt man so, ja, steigendes Dreieck, ah ja, steigendes Dreieck, voll simpel, ja. Na, ist überhaupt nicht simpel. Da gibt es viele Nuancen, da gibt es viele Varianten und deshalb ist es so wichtig, wenn ein Trader jetzt viele Jahre am Markt ist, und ich bin ja wirklich, wirklich mittlerweile viele Jahre am Markt, weil mich das fasziniert, weil ich damit Geld verdiene, weil das unglaublich uns alle mit Themen auch konfrontiert, weltweit, die Basis sind letztendlich auch dieser Kursbewegung. Ja, man interessiert sich für die Welt. Das öffnet einem die wirklich Perspektiven und für bestimmte Themen. Und je länger man da drauf schaut, und ich habe schon sehr lange drauf geschaut, desto mehr Nuancen und Verlaufsvarianten und Auflösungsmöglichkeiten sieht man dann eben, dass hier ist auch ein steigendes Dreieck, das sich hier jetzt so langsam etabliert. Also wir haben hier einen Hochpunkt, ein zyklisches Hoch und hier ein zweites zyklisches Hoch und eine ziemlich flache obere Begrenzungslinie. Ziemlich flach, das bedeutet dann auch, dass man das im Sinne von waagrecht horizontal auch interpretiert. Ja, also das ist im ähnlich im Grunde genommen der oberen deckenden Begrenzungslinie, die wir im Eurostoxx gesehen haben und die sich da so lange jetzt auch etabliert und rausbildet, damit vergleichbar. Ja, also es ist, das gehört in die Klasse der eher waagrechten, sehr flachen oberen Begrenzungslinien. Und das mag ich zum Beispiel auch. Ja, also wie ist das jetzt so eine Oberkante? Ja, das wäre dann im Sinne eines symmetrischen Dreiecks. Ja, wenn ich, das ist dann eine Seitwärtskorrektur, so. Ja. Wenn die sehr stumpf und schnell verläuft, ist das auch, also diese Kontraktion, dann ist das ein Hinweis darauf, dass es anschließend zu einer sehr dynamischen Expansion nach oben kommen kann. Aber was ich viel lieber mag, sind diese flachen Oberkanten, ja, leicht fallend oder waagrecht, vielleicht auch leicht steigend. Aber so wie hier jetzt im Silber leicht, ein ganz flach fallend die Oberkante, das gefällt, das mag ich noch mehr. Das mag ich noch mehr. So. Und bis jetzt die Unterkante, wie hier jetzt dargestellt und wie ich es hier jetzt mit der Maus zeige, im Silber. Also ist das bisher eine Korrektur auf einem hohen Preisniveau. War auch so zu erwarten gewesen, im Grunde genommen, nach diesem sehr dynamischen Anstieg. Nach solchen sehr dynamischen Anstiegsphasen kommt es dann oft
zu Preiskorrekturen auf einem hohen Preisniveau. Man muss sich natürlich dann immer genau dieses Auspendeln des Kursgeschehens, diese Seitwärtskorrektur anschauen, ob da sich nicht doch irgendwie ein bärisches Muster, eine bärische Formation, eine Trendwendeformation nach unten ausbildet. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Ja, also in diesem Fall ist es aber bis jetzt ein steigendes Dreieck. Es kann sich natürlich jetzt noch weiterentwickeln, wie der Eurostox, also dass es die Unterkante hier ausgeweitet wird. Und dennoch ist es so, dass ich jetzt zum Beispiel jetzt schon mal einen Fuß reingestellt habe oder eine Zehe ins Wasser halte mit ersten Positionen. Das ist auch ein wichtiger Hinweis, wie ich finde. Und gerade wenn man jetzt mit, genau, das ist gefunden, nenne ich mit einem Risikohinweis. gerade jetzt, wenn man mit so einem CFD-Broker wie WHZ Invest handelt, da sind die Gebühren niedrig. Die sind überschaubar mittlerweile. Wenn man das vergleicht mit den Gebühren vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren, das war ja enorm. Ja? Und mittlerweile sind diese gerade für den ganz normalen, weltweit für den Privatanleger, die Gebühren ja auch moderat, gering. Ja, und aus diesem Grund kann man hier einfach auch mal eine Position aufmachen, Position wieder zumachen. Das tut überhaupt nicht weh. Früher hat es richtig weh getan, ja, Position oder heute auch jetzt in sagen wir mal, bei türkischen Lira, ja, weil die Spreads so weit sind, weil man da kaum noch was findet, mit dem man diese Währung handeln kann. Aber in der Regel, gerade bei Indizes, bei Rohstoffen, sind die Gebühren sehr günstig. Und aus diesem Grund, auf was wollte ich hier hinaus? Genau, kann man eben sich mit ersten Positionen, ja, da muss man gerade jetzt bei Rohstoffen, muss man ja jetzt nicht drauf schauen, oh, ich muss jetzt wegen der Kommission, wegen der Gebühr, muss ich in einem großen Schritt jetzt rein, weil sonst muss ich, wenn ich das in 3 Tranchen mache oder in 4, ja, da muss ich ja immer dann noch die 5 oder 10 € da bezahlen, ja. Nee, hier, das läuft über den Spread. Aus diesem Grund ist es, kann man das, eine Position, die geplant ist, in viele kleine Stückeln. Und aus diesem Grund dann eben der Hinweis beim CFD-Handel, eben hier auch mit WH, Self-Invest, dass man hier eben ganz einfach dann in mehreren Tranchen hier einsteigen kann, in mehreren Tranchen arbeiten kann und da überhaupt nicht irgendwie immer auf die im Hinterkopf noch haben muss, so eines kostet mich ja das noch mehr und das noch mehr. Das ist hier nicht der Fall. So, ja genau, also wir haben hier die Zehe schon mal reingehalten, ins kalte Nass, mit erste Position sind eröffnet und genau, Frage, wann gehen wir rein? Wir gehen dann rein, wenn sich das Pendeln hier endlich mal dem Ende zuneigt, wenn sich das ausgependelt hat und das ist dann der Fall, wenn hier prozyklisch der Ausbruch beginnt. Mal wieder ein Prognosefall hier ein und übrigens auch hier bei dieser Formation, das ist ein steigendes Dreieck, das noch relativ klein ist, das sich wie gesagt ja auch durchaus noch hinziehen kann, ja, wissen wir noch nicht, und aber da nimmt man wieder die Höhe dieser Formation, schnappt die sich, misst die aus. Ich mache das mit dieser Rechteckfunktion hier, um einfach auch zu zeigen, wie easy das ist. Und schnappt diese Höhe, die Maximalhöhe dieser Formation und trägt die jetzt hier von dem Ausbruchsniveau, ja, über diese schwarze Linie von dem Ausbruchsniveau nach oben ab. Und so erhält man sein voraussichtliches Ziel. So entsteht der Tradingplan. In der Regel hat man eine Formation, ein Seitwärtskorrekturmuster, das man einordnen kann. Im Eurostox war es ein steigendes Dreieck. Im Silber ist es ebenfalls ein entstehendes, steigendes Dreieck. Man ermittelt hier die Oberkante, wo muss es drüber gehen, den entscheidenden Widerstand. Und prozyklisch, also ich bin definitiv ein Befürworter
Büforwoder. ja, ich favorisiere die prozyklische Vorgehensweise. Ich favorisiere sie gegenüber der antizyklischen, weil bei der antizyklischen, ja, da kann es dann, wenn ich reingehe, immer noch ein Stück tiefer gehen. Da handle ich gegen den Haupttrend oft auch und das mag ich überhaupt nicht. Ist aber subjektiv. Das, was bei mir jetzt funktioniert, muss nicht unbedingt auch bei Ihnen nicht funktionieren. Also, genau. Bei euch. Ganz wild jetzt hin und her. Genau, und da kommt man hier auf einen Zielbereich von rund 35 US-Dollar pro Feinunze für das Silber, das aktuell bei 27,14 US-Dollar notiert. Der Beiträger würde ich jetzt wirklich eigentlich unter der, oberhalb dieses kleinen zyklischen Hochs hier wählen. Also das wären dann so 28,9. Über 28,9 US-Dollar pro Zyklus. Steigt Silber darüber an, möglichst dynamisch, möglichst auf Tagesschlusskursbasis, also Umstellung der Tageskerze um 0 Uhr, dann aktiviert das ein Signal im kurz- bis mittelfristigen Zeitfenster. Ja, also hier geht es jetzt um, das ist jetzt nicht so zeitlich ausgedehnt entstanden, dieses Muster wie beim Eurostox. Also das ist eine kleinere Zeitebene hier. Also im kurz- bis mittelfristigen Zeitfenster eine Zielprojektion bei 35, mit Ziel, Projektionsziel 35 US-Dollar. Einkalkuliert sollte werden, so etwas, was wir im Eurostox auch gesehen haben, ein durchaus, dass es auch mal ein Fehlausbruch nach oben zustande kommt, dass sie nochmal zurückfallen. Und dann gilt es zu begutachten, ob sie dann nach einem Rückfall beginnen, wieder anzusteigen und erneut den Beiträger attackieren. Wenn das der Fall ist, kann man drinbleiben. Im aktuellen Falle würde ich den Stop platzieren. Also nehmen wir jetzt mal den Fall, dass es jetzt in der nächsten Zeit zu einem Anstieg kommt, irgendwie so. Dann würde ich den Stop-Loss bei so einem prozyklischen Ausbruch so verwenden, dass man zunächst mit einem Stop unter dem letzten, unter dem vorhergehenden zyklischen Tief arbeitet. Und das wäre in diesem Fall hier unterhalb von 25, unterhalb von 25,9. US-Dollar. Nicht direkt drauf, ja, das wäre ja die Unterstützung, sondern darunter, unterhalb von 25,9. Ja, so sieht's aus. Vielleicht noch ein Hinweis, der auch vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, aber ich arbeite sehr gerne mit Emergency-Stop-Loss, die ich wirklich ins System eingebe beim Broker. Und der eigentliche Stop mental, den habe ich dann an anderer Stelle enger liegen. Da ist der Hintergrund, dass meine Erfahrung ist, dass ein zu enger Stop-Loss wie ein Magnet wirkt letztendlich auch auf das aktuelle Kursgeschehen und dass das dann abgeholt wird. Ja, und deshalb stelle ich, auch wenn ich einen engen Stop habe, gehen nicht direkt ins System ein, sondern ich arbeite da mit Emergency Stop-Loss, der viel weiter liegt, viel weiter weg, wo es dann für Marktteilnehmer erheblich schwieriger ist, den Kurs dorthin zu bewegen. Das wird dann zu teuer für Marktteilnehmer und sie machen es nicht. Ja. Machen diese Anstalten überhaupt nicht da, den Stop abzuholen. Genau. Ja, ja, valide Chartsignalkonstellation, einfach ein steigendes Dreieck. Total lächerlich eigentlich, sagen einige. Gar nicht lächerlich, sage ich, weil es gibt hier verschiedene Nuancen, verschiedene Morphologien, auch wie sich das innerhalb des Dreiecks entwickeln kann. Wir haben jetzt zwei kennengelernt. Wir haben kennengelernt den Eurostox 50 mit einem zeitlich sehr ausgedehnten steigenden Dreieck und wir haben kennengelernt hier im Silber, das ist nur wenige Wochen jetzt alt, ein steigendes Dreieck, das ich jetzt auch noch hinziehen kann. Und das sieht man schon, die sehen ganz anders aus. Ja? Aber von der Klasse her, von dem Seitwärtskorrektormuster her, gehören sie in eben eine Kategorie rein, steigendes Dreieck. So. Übrigens Silber, genau,
auch sehr gut handelbar mit CFDs. Kann man sehr schön stückeln, also sehr kleine Positionen, sehr fein aufbauen. Das ist da der Vorteil des CFD-Handels eben auch. Speichere auch das mal ab. So. Und was ich im Verlauf eben dieser Sendung, hätte ich beinahe gesagt, im Verlauf dieses Webinars auch angemerkt habe, ich bewege mich in den Zeitebenen oberhalb Intraday, weil Intraday einfach von der Statistik her nicht ungefährlich ist. Man muss einfach wissen, dass man als aktiver Anleger, wenn man Intraday vornehmlich, hauptsächlich unterwegs ist, dann wirklich der eine sein will von, sagen wir mal, 20, der das wirklich beherrscht und damit nachhaltig Geld verdient. Ansonsten, wenn man die Zeitebene öffnet und ein paar Tage einen Trade laufen lässt, da erhöht man automatisch, statistisch gesehen, die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Trade ins Ziel bekommt. Und in den höheren Zeitebenen, aus meiner Sicht, ergeben sich validere Signale. Also eindeutig. Und im Intraday-Bereich, muss man sagen, sind gerade so klassische Patterns, ja. Also da kommt es feiner, fast schon standardmäßig zu Fehlausbrüchen, ja. Und zur Zerstörung, zur kompletten Zerstörung auch von solchen Patterns. Da ist durchaus auch der Hintergrund, weil da eben auch sehr viele mit einem hohen Einsatz, also mit wirklich große Risikopositionen aufbauen kurzfristig und da versuchen dann wirklich groß was zu reißen damit, ja. Und sich denken, ja, hier im Zeitraffer kann ich das viel schneller erreichen. Aber dem ist nicht so. Mehr Fehlsignale, deswegen eher bewerte ich den Tageschart und eben nicht, was sehr viele Daytrader kennen, eben so den Minutenchart oder 5-Minuten-Chart. Ja, genau. So weit, so gut. Roland, bist du noch da? Willst du noch etwas sagen zu eurem... Da war noch eine Slide zu eurem... Ja, ich kann gerne noch kurz was zu unserem Angebot sagen. Also wie du willst, oder willst du erst noch auf ein paar Fragen eingehen? Oder, so, ja. Kann aber auch jetzt kein... Gibt es da noch Fragen? Da schaue ich mal. Oder schau du mal, dann mache ich gerade hier ein, ja, zwei, genau, Minuten. Also ja, du hast es ja schon angesprochen, über uns kann man sowohl CFDs handeln, aber auch Futures und Aktien oder auch strukturierte Produkte wie Zertifikate und Optionsscheine. Mit am interessantesten ist sicherlich unser CFD-Forex-Angebot, also unser spezialisiertes CFD-Forex-Konto, das schon ab einer Mindesteinlage ab 500 Euro eröffnet werden kann. Dieses bietet Zugang zu mehr als 5000 CFDs und Forex-Paaren. Also da stehen auch ganz viele Aktien-CFDs zur Verfügung und Ähnliches. Was über uns natürlich besonders interessant ist, ist dieser Sicherheitsaspekt, der über uns als deutschen Broker für den Kunden viele Vorteile bringt. Zum Beispiel liegt das Geld, also alle Kundengelder liegen zu 100% in Deutschland bei der Postbank auf segregierten Konten. Das heißt, insbesondere greift auch die deutsche Einlagensicherung. Segregierte Konten, das heißt, nicht, die fließen nicht in unsere Bilanz, in die Bilanz von WH Self Invest mit ein, so dass auch kein Kunde von einer etwaigen Schieflage des Brokers hier betroffen wäre. Dann das Geschäftsmodell ist auch immer ganz interessant, wenn man sich diese CFD-Anbieter mal etwas näher betrachtet. Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern sind wir hier kein Market Maker, das heißt, wir stellen keine eigenen Kurse, nehmen nicht die Gegenpositionen ein und dadurch entsteht auch kein Interessenskonflikt gegenüber unseren Kunden. Ja, neben unserer eigenen Plattform, dem NanoTrader und weiteren Desktop-Plattformen, wie zum Beispiel dem bekannten MT4, kann unser CFD- und Forex-Angebot auch schon seit längerer Zeit in Guidance gehandelt werden. Und ja, das freut uns auch ganz besonders, dass wir neben einer oder mehreren exzellenten Desktop-Plattformen nun auch hier eine exzellente webbasierte Plattform wie Guidance anbieten können. Daneben kann man natürlich auch Futures über uns handeln. Du hast ja auch hier den Eurostoxx angesprochen. Der ist ja insbesondere vielleicht sogar noch interessanter als Future zu handeln, wie als CFD. Und auch Silber ist natürlich sowohl als Future oder auch hier über das CFD-Konto handelbar. Ja, das soweit ganz kurz von meiner Seite. Wenn es Fragen dazu gibt, kann man sich jederzeit entweder direkt bei mir oder bei uns melden.
einfach auf unserer Webseite gehen, whselfinvest.de, eine E-Mail an die info@whselfinvest.de oder einfach bei uns dann in den Chat vorbeikommen oder anrufen. Ansonsten haben wir noch die eine oder andere Frage. Es gab eine Frage. Hier Nachschuss. Gibt es eine Nachschusspflicht bei WH? Self-Invest. Nein, also für im CFD-Forex-Bereich nicht. Die wurde ja für alle europäischen oder sagen wir EU-Anbieter durch diese ESMA-Regulierung quasi abgeschafft. Das heißt, auch bei uns gibt es natürlich hier keine Nachschusspflicht, wenn man ein Privatkundenkonto hier bei uns eröffnet. Okay. Alles klar. Hier kam eben zu meinem Vortrag und zu den Setups, die ich da gezeigt habe, die Frage, wo sichert man sich mit einem Stop-Loss ab? Also das hatte ich ja erklärt. Man sucht sich das vorhergehende, das letzte zyklische Tief raus. Also das ist so die Standardvorgehensweise. Das machen auch sehr viele. Aus diesem Grund muss man davon ausgehen, darunter liegen eben Stop-Loss-Absicherungen. Und wenn es runtergeht, dann gibt es eben auch ein kleines Verkaufssignal und kommt es eben zu einem kleinen Schub nach unten. Also das ist so die Standardvorgehensweise eigentlich bei mir. Und natürlich kann man hier auch noch kleine Durchschnitte Bollinger Bänder einstellen, also Fibos einziehen, das sind alles noch Möglichkeiten. Aber für mich eben auch das Wichtigste eigentlich, wo liegen die letzten, manchmal auch die letzten zyklischen Tiefs? Und die verwende ich, um hier einen Stop-Loss zu sondieren und zu kalkulieren. Genau. Jawohl. Ja, wunderbar. Wunderbar, das war's dann für heute. Eine Stunde lang Tartechnik. Hat mich gefreut, dass so viele da waren, sich das um die Uhrzeit auch angeschaut haben. Und vielleicht bis zum nächsten Mal, ja. Und ja, vielen Dank an dich, Harry. Ja, genau. Vielen Dank für die vielen interessanten Einblicke. Das ist immer sehr kurzweilig mit dir. Macht immer Spaß, dir zuzuhören. Ja, wir hatten, glaube ich, wirklich recht viele Teilnehmer. Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank an dich. Vielen Dank an alle Zuhörer. Und ja, dann wünsche ich euch und Ihnen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.